Ich habe immer noch hier mein Babybett. Ich wünschte, ich hätte so ein tolles Bett wie Julian und Hannah. Aber nein, ich habe so eins mit Gittern und da muss ich immer drüber klettern. Und Mama und Papa, die haben auch so ein schönes Bett. Das ist ganz rund wie ein Ball und da ist auch eine richtig tolle Decke drauf. Ich möchte auch so eins haben. Und ich muss immer hier rüber klettern. Wie ein Zaun ist das für mich. Die Gitterstäbe müssen weg. Ich bin wie in einem Käfig. Ich habe eine Idee. Ich kann das bestimmt irgendwie wegmachen, abschneiden oder so. Aber erstmal muss ich jetzt hier wieder drüber klettern. Oh Mann, das ist anstrengend. Hier habe ich ein Messer. Das ist aber nicht so scharf. Das darf ich schon benutzen. Damit mache ich mir manchmal mein Brot auch selber. Und jetzt kann ich damit vielleicht meine Gitterstäbe durchsägen. Das ist so schwer. Das geht gar nicht. Das Messer, ich weiß nicht. Ich habe nicht genug Kraft und das ist stumpf. Ich brauche unbedingt ein anderes Werkzeug. Eins, womit ich meine Gitterstäbe wegmachen kann. Vielleicht hat Papa sowas im Keller. Ich guck mal. Oh, das ist aber eine große Säge. Wie kriege ich die jetzt die Treppe hoch? Mann, ist die schwer. Ich kann die kaum halten. Und jetzt muss ich auch noch ganz viel Kraft haben, um das durchzusägen. Ich schaff das nicht. Emma, was machst du denn da? Ich mach mein Bett neu und du musst mir helfen. Du darfst gar nicht die Säge benutzen, die ist gefährlich. Aber ich brauche die Säge. Ich muss mein Gitterbett, das muss ich hier absägen, damit ich ein normales Bett habe. So wie du und Julian und wie Mama und Papa. Das Gitter muss jetzt weg. Emma, aber du kannst doch da nicht was zersägen. Bestimmt bekommst du irgendwann mal ein Bett. Aber ich brauche das jetzt. Das muss jetzt weg. Na, ihr beiden, was macht ihr denn hier? Oh, nichts, nichts. Ach, ich spiele ein bisschen mit Hannah. So schnell die Säge hier drunter, damit Mama die nicht sieht. Mama, sonst gibt's Ärger. Machst du mir wieder so einen leckeren Kakao? Du, Mama, ich glaube, bevor wir Kakao trinken, müssen wir mal mit dir reden. Wieso? Was ist denn los? Mama, ich möchte bitte ein neues Bett, weil ich bin schon groß und auch kein Baby mehr. Und ich schlafe immer noch in einem Babybett. Ich möchte ein richtiges Bett haben. Also, Emma möchte so ein Bett wie Julian und wie ich habe. Ein Hochbett? Ich glaube, ein Hochbett, dafür bist du noch ein bisschen zu jung. Aber über ein richtiges Bett für dich, da können wir noch mal drüber nachdenken. Oh, kriege ich jetzt ein neues Bett, Mama? Ja, eigentlich sollte das eine Überraschung sein für dich, Emma. Das neue Bett, das haben wir schon. Vielleicht habt ihr das noch gar nicht gesehen. Papa und ich haben das hier unter der Treppe versteckt, damit ihr es nicht gleich seht. Hier unter diesem weißen Tuch, da ist dein neues Bett, Emma. Ach, wirklich? Oh, ich freue mich. Emma, wollen wir mal drunter schauen, wie das Bett aussieht? Ja! Mach den Vorhang weg! Noch nicht, Hannah. Ich habe da noch eine Kleinigkeit mit dem Bett vor. Aber das seht ihr dann später. Vielleicht geht ihr auf den Spielplatz oder so. Ach Mensch, schade. Ich bin so aufgeregt. Ein neues Bett für mich. Na, was ist hier denn los? Papa, Papa, ich bekomme ein neues Bett. Oh, du bekommst ein neues Bett? Ich darf es noch nicht sehen. Gut. Oh, davon wusste ich ja gar nichts. Ich auch nicht. Ja, das ist ja eine Überraschung. Claudia, wie kommt's? Ich dachte jetzt, wenn ich nach Hause komme, dass sie das Bett schon entdeckt haben. Also sonst entdecken die doch alles hier im Haus. Hat mich auch gewundert. Die haben es echt nicht gesehen und es ist riesengroß unter der Treppe. Oh Mann. Aber das Bett können wir noch nicht reinstellen. Wir müssen ja noch ein bisschen umbauen. Also Papa und ich, wir müssen hier oben noch gleich etwas regeln, damit das Bett auch reinpasst. Ja, dann könnt ihr ja auf den Spielplatz. Okay, ich bin so aufgeregt, Mama und Papa. Und wenn wir wiederkommen, dann ist schon alles fertig. Okay. Ja, dann wollen wir mal loslegen, oder Claudia? Ja, ich glaube, die beiden sind weg. Also los, ran an die Arbeit. Gut, dass wir hier noch eine Wand hochgezogen haben. Ja, super, jetzt haben wir endlich ein bisschen Ruhe. Und Emma bekommt ihr eigenes Zimmer. Ja, die wird sich bestimmt freuen. Das Ding muss natürlich weg, Claudia, ne? Ja, auf jeden Fall. Das können wir vielleicht irgendwo im Keller einmotten oder so. Ja, genau, richtig. Martin, jetzt fass doch endlich mal an. Ich krieg das so nicht runter. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass du jetzt schon direkt loslegen willst. Na klar, okay, ja, okay, nicht so viel okay, Zeit. Ja. Martin, jetzt fass doch endlich ja, an, los. Ganz ruhig. Was ist? Da liegt was auf dem Boden. Hä, wie kommt das Ding denn hier hin? Und dann noch unter Emmas Bett? Hä? Das ist ja meine Säge. Ach, Martin, hast du die etwa hier vergessen gehabt? Wie, ach, Martin? Nein, natürlich nicht. Was soll die denn unter Emmas Bett? Also, ich würde die doch niemals unter Emmas Bett vergessen. Die ist eigentlich immer im Keller. Du vergisst ständig irgendwas. Oh, jetzt müssen wir uns aber wirklich beeilen. Martin, fass an und die Säge, die kann gleich mit Mensch, in den Keller. Ist ja gut. Puh. Geschafft. Endlich. Ich glaube, Emma wird sich freuen. Ich glaube auch. Das ist so ein tolles Bett für die Kleine. So gemütlich. Claudia, ach, ich kann gleich hier liegen bleiben.